Sean, ich bin's. Was ist los? Seid ihr am Flughafen? Ja, wir mieten einen Jet. Kommst du auch? Ja, ja, ich bin bald da. Gut. Sie wurde schon begraben. Ich weiß. Auf einem kleinen Friedhof bei Rom. Ganz nett. Oh Gott, wie schnell so eine Scheiße passieren kann. Liegt Desmond noch auf Eis? Ja, wir messen sehr viel Hirnaktivität. Aber ohne das Überwachungssystem können wir nichts aufzeichnen. Halt mich auf dem Laufenden, okay? Wir sehen uns bald. Gerade was wurde gefallen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Revelations, zu einer neuen Aufnahmesession. Wir sind jetzt hier in Part 4 und wir sind noch am Anfang. Wir haben noch nicht viel gemacht. Wir haben jetzt schon 4 von diesen Balken hier freigeschaltet sozusagen. Also ich nenne es jetzt einfach mal Balken. 4 von diesen Testdingern, wo man noch verschiedene Sachen machen kann. Aber wir werden hier erstmal reingehen und ein bisschen Story machen, also ein bisschen Hauptstory. Das gerade das Gespräch, das habt ihr schon mal in der letzten Folge gehört. Kurz bevor ich aufgemacht habe. Ja, man kann diese Gespräche durchaus noch hören. Und ganz cool, was sie eigentlich sagen. Aber wir werden, denk ich mal, mit Ezio kurz mal weitermachen. Zumindest ein bisschen. Und, ja. Dann, let's go. Liebe Schwester, Masyaf wurde von einer Horde Templer überrannt und ihr Motiv ist klar. Sie suchen die Geheimnisse, die in Altairs Bibliothek verborgen sind. Denn sie glauben, sie würden sie zu etwas führen, was sie den großen Tempel nennen. Ob wahr oder nicht, ich weiß, dass es die Bibliothek wirklich gibt. Ich habe ihre Tür gesehen, doch niemand kann sie öffnen. Nicht ohne die 5 Schlüssel, die vor fast 300 Jahren von Niccolo Polo nach Konstantinopel gebracht wurden. Claudia, ich muss diese Schlüssel finden. Einen fanden die Templer bereits, und ich weiß nicht, wie schwierig es sein wird, die restlichen aufzuspüren. Das wird sich mit etwas Glück und Geschick erst noch zeigen. Konstantinopel, Mai 1511. Ein prächtiger Anblick. Es ist längst nicht vollendet. Keine Stadt in Europa bietet ein solches Panorama. Nun, um genau zu sein, das ist Europa. Das ist Asien. Ah, einige Grenzen halten selbst den Osmanen stand. Nur wenige. Ihr seid italienisch allem Anschein nach, eure Kleidung jedoch nicht. Seid ihr schon lange auf Reisen? Si, da molto tempo. Ich verließ Roma vor 12 Monaten und suchte nach Inspiration. Diese Suche führte mich her. Als ich ein Kind war, sprach mein Vater oft über den Untergang von Konstantinopoli. Ihr meint sicher die Eroberung von Konstantini. Ich schätze, der Ausgang einer jeden Geschichte hängt vom Standpunkt des Erzählers ab. Darin sind wir uns einig. Güzel, Konstantini ist eine Stadt für alle Gemüter und Bekenntnisse. Für Schüler wie mich oder Reisende, so wie euch. Es wartet so viel Arbeit auf mich, aber es ist schön, zu Hause zu sein. Arbeit? In deinem Alter galt mein Interesse vor allem Salve. Ich bin überrascht, dass ihr überhaupt etwas schafftet. Genau wie meine Mutter. Es war ein Vergnügen, mit euch zu sprechen, Beefendi. Ich hoffe, ihr findet hier etwas, was euch interessiert.
Das werde ich sicher. Yardım edebilir miyim, efendim? Grazie, mein Junge. Ein Gelehrter und ein Edelmann. Ihr steckt voller Überraschungen. Nur wenige, mein Freund. Exig olmayin. Hoş geldin, kardeşim. Sollte die Legende wahr sein, seid ihr der Mann, nach dem ich suche. Der berühmte Meister und Mentor. Ezio Auditore de la la la. Prego. Vergebt mir. Ich habe Probleme mit diesem italienischen Kauderwelsch. Da Firenze. Dort wurde ich geboren. Ah, ja. Nun, nach eurem Brauch wäre ich wohl Yusuf Tazim da Istanbul. Gefällt mir. Istanbul? Noch ein Name für diese Stadt? Evet, der örtliche Favorit. Kommt, Mentor da Firenze. Ich führe euch herum. Jo, und so sind wir in Konstantinopel. Nun sind wir in Konstantinopel angelangt. Und ich werde noch nicht mit Yusuf Tazim da Istanbul reden, sondern mit keinem erstmal. Ich werde erstmal diesen Aussichtspunkt machen, habe ich mir gedacht. Ja, und dazu gehe ich hier hoch. Mir noch keine guten Gadgets. Insofern ist das Klettern hier eigentlich noch relativ easy. Also, beziehungsweise noch die einfachen kann man schaffen. Und dann synchronisieren wir das mal direkt. Ihr meint, ihr kennt das ja. Wer schon mal bei mir Assassin's Creed gesehen hat, der weiß, dass ich eigentlich gerne viele Aussichtspunkte mache. Wir haben den ersten von 22 geschafft. Deswegen würde ich sagen, wir gehen wieder zu Yusuf Tazim da Firenze. Da Istanbul. Und sprechen mit ihm. Können wir mit denen sprechen? Haltet euch fern von Söldnern in grober rotbrauner Tracht. Das sind Byzantiner und die verstehen keinen Spaß. Alles klar. Kann ich mit dir sprechen? Nein, kann ich nicht. Alles klar. Ein warmes Willkommen. Der Meisterassassine Yusuf Tazim da Istanbul hat sie in Konstantinopel willkommen geheißen und möchte sie durch die Stadt führen. Lernen Sie ihn und die Stadt besser kennen. Nicht von Yusuf entfernen. Gucken, ob wir das schaffen. Willkommen im Galata-Bezirk. Seit Jahrhunderten die Heimat von Weisen aus Europa und ganz Asien. Nirgends in der Stadt werdet ihr mehr Vielfalt finden. Und aus diesem Grund wurde es zur Heimat der Assassinen. Ich würde gerne sehen, wo. Kessing Likle. Es ist der Bruderschaft eine Ehre, den Mann zu treffen, der die Borgia in den Ruhestand schickte. Oh, weiß denn schon jeder in der Stadt, dass ich hier bin? Nun, euer Gerangel mit den Templern ums Heilige Land blieb nicht ganz unbemerkt. Als ich einst aufbrach, lag mir Gewalt völlig fern. Ich suchte Weisheit. Pass doch auf! Den Inhalt von Altairs Bibliothek. Ihr wusstet nicht, dass sie seit 3 Jahrhunderten verschlossen ist? Nein, ich hatte es vermutet. Aber ich erwartete nicht, dass sie von Templern bewacht wird. Sehr beunruhigend, oder? Vor 5 Jahren war der Einfluss der Templer hier minimal. Ein kleines Grüppchen, das den Thron von Byzanz wiederherstellen wollte. Doch es werden immer mehr, jeden Tag. Und da Sultan Bayezid nicht vor Ort ist, machen sie vielleicht etwas Drastisches. Gibt es keinen Erben für den osmanischen Thron? Nicht nur einen. 2 aufgebrachte Söhne. Ganz normal für die königliche Familie. Wenn der Sultan hustet, ziehen die Prinzen ihre Schwerter. Bei all den Templern und den Osmanen habt ihr sicher gut zu tun. Ezio, ich habe kaum Zeit, meine Klinge zu putzen. Packt ihn!
Gott, wenn du mich verschonst, werde ich zum Dank zwei Ziegen opfern. Mehr Templer! Passt auf! Nein, nein. Schaut. Byzanz ist tot und du auch gleich. Die ganze Stadt erwacht, um euch zu begrüßen, Ezio. Erst die Regenten, nun die Ratten. Die Osmanen haben eine besondere Vorliebe für byzantinische Rüpel. Das gibt uns Luft zum Atmen. Wie viel? Ein wenig. Sie töten euch auch, wenn sie wollen. Aber sie hätten ein schlechtes Gewissen. Rührend. So schlimm ist es nicht. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten sind die Assassinen hier wieder stark vertreten. Das war nicht immer so. Unter dem byzantinischen Kaiser wurden die Assassinen verfolgt und hingerichtet. Wir sind fast da. Hier lang. Das Hauptquartier der Assassinen betreten. Ich glaube, der Aussichtspunkt, der wird sowieso schon noch in der Mission gemacht. Deswegen würde ich sagen, betreten wir das Hauptquartier der Assassinen. Los geht's. Mentor, begrüßt doch eure erweiterte Familie. Salute a voi, Assassini. Es ist eine Ehre, so weit von daheim tüchtige Freunde zu finden. Seht ihr, Brüder? Unser Mentor schämt sich nicht, Schülern seine Gefühle zu zeigen. Keine Sorge, es wird nicht zur Angewohnheit. Wir wurden auf dem Weg hierher angegriffen. Einige von euch sollten die Umgebung durchkämmen. Hemmen! Und ihr, Ezio? Eure Ausrüstung ist in erbärmlichem Zustand. Besorgt euch Geld und repariert, was ihr könnt. Es gibt hier einen Schmied, ein Freund. Buona idea. Aufrüsten und erkunden Ezios Ausrüstung ist in schlechtem Zustand. Erkunden Sie den Galata-Bezirk und dann werden Sie eine bessere. Wird gemacht, mein Freund. Wird gemacht. Dürften ja schon einiges an Geld haben. Zumindest ein bisschen so, genau. 1144. Dürfte ja für ein paar Sachen reichen. Wir reparieren auch Küchengeräte. Was soll ich mir denn kaufen? Eine Rüstung. Die Azap. Lederschulterteile. Bitte kommt jederzeit. Ich habe eine tolle Auswahl an Klingen. Freunde, warum nicht bei mir einkaufen? Was ist noch so Ausrüstung? Waffen. Nur ein kleiner. Die Armbrust, die kostet. Stimmt, die Karte. Die war ziemlich teuer. Sind auch ziemlich teuer, oder? Das müsste es sein, hoffe ich. Und kommt bitte oft wieder. Gut. Ja, mein schnelles Inventar muss natürlich gut sein.